Wort. Verehrtes Präsidium, meine Damen, meine Herren, dieser zweite Teilhabebericht der Bundesregierung beschäftigt sich mit Zahlen, die so schwerpunktmäßig bis 2014 erhoben wurden. Und wie bereits im ersten Teilhabebericht, den wir 2013 diskutiert haben öffentlich, sehen wir, dass die Inklusion bei Kindern gut gelingt, dass 91% der Kinder mit Behinderungen in Deutschland in Regelkindertagesstätten, Kindergärten unterwegs sind und dort auch entsprechend gefördert werden. Wir sehen dann aber auch, je älter die Kinder werden, umso geringer die Inklusion. Und das manifestiert sich dann in den Schulen, Grundschulen als auch weiterführende Schulen, bei etwa 37,7% behinderter Jugendlicher, die in Regelschulen unterwegs sind. Aber ich warne auch davor, Fördereinrichtungen generell zu verurteilen. Auch in Fördereinrichtungen, auch in Förderschulen wird guter pädagogischer Unterricht geleistet und werden Menschen so gestärkt, dass sie dann auch auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen ihren Bildungsabschluss erreichen können. Deshalb nicht alles mit dem Bade ausschütten, sondern schauen, wo können wir gezielt differenzieren und die Fördermöglichkeiten insgesamt stärken und verbessern. Und wenn wir es in den Regeleinrichtungen eben weitgehend umsetzen wollen, dann ist das eben kein alleiniges Bundesthema. Dann müssen wir mit den Ländern reden und wir müssen mit den Schulträgern, den Kommunen reden. Dann müssen die Lehrer entsprechend ausgebildet sein. Dann müssen die Räumlichkeiten vorhanden sein. Dann muss die Barrierefreiheit da sein. Es ist also kein Alleinstellungsmerkmal allein des Bundes, sondern wir können auch erwarten, dass dieses Gemeinschaftsprojekt Übertragung der UN-Behindertenrechtskonvention von Bund, von Ländern und von Kommunen mitgetragen wird. Und wir haben auf dem Arbeitsmarkt 1,1 Millionen Menschen mit Behinderung, die auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Und es gibt das Vorurteil immer noch, dass Menschen, die behindert sind, auch öfter krank werden. Der Teilhabebericht hat eine andere Sprache. Der Teilhabebericht sagt uns, dass 30% der Menschen in der Gruppe mit Behinderung sich in einem Jahr nicht einen Tag krank gemeldet haben, dass sie eine offenkundig hohe Motivation haben, aber dass auch mit der Beschäftigung von behinderten Menschen auch generell die Humanisierung in der Arbeitswelt sich verbessert. Auch für die anderen Beschäftigten sich dann die Humanisierung der Arbeitswelt verbessert. Und von daher muss man eben schauen, in der Gruppe der behinderten Menschen 30%, die erwerbstätig sind, die im Jahr nicht einen Tag krank waren, und in der allgemeinen Arbeitnehmerschaft sind es 23%, die keinen Tag krank waren. Wir haben 11.000 Mitarbeiter mit Beeinträchtigung in den Integrationsfirmen. Insgesamt haben wir 850 Integrationsbetriebe und über 33.000 Beschäftigte. Wir haben von daher auch als ein Ergebnis der Koalition nach der Staatenprüfung in Genf der Übertragung der UN-Behindertenrechtskonvention ein Sonderförderprogramm für Integrationsunternehmen gestartet mit 150 Millionen Euro, weil wir eben gemerkt haben, dass in einigen Bundesländern ein Moratorium dazu führte, dass sinnvolle Integrationsfirmen auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht gegründet werden konnten, weil das Geld dafür fehlte. Der Bund hat dieses Geld aus seinen Mitteln zusätzlich bereitgestellt. Und wir merken, dass dieses Instrument von Integrationsfirmen auf dem ersten Arbeitsmarkt mit den Mindestlöhnen, mit entsprechenden tariflichen Vereinbarungen, dass dieses Instrument auch eine Lotsenfunktion für andere Unternehmen hat, dass eben diese Integrationsfirmen wissen, wie man auch mit psychisch erkrankten Arbeitnehmern mit Hinzuverdienstmöglichkeiten tätig werden kann und wie man auch mit einer Quote von 30-35% wesentlich behinderten Menschen dann im Unternehmen bei einem entsprechenden Produktivitätsausgleich, einem Lohnkostenzuschuss, wie man die Marktfähigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt herbeiführen kann. Und wir haben auch als eine Konsequenz, auf dem ersten Arbeitsmarkt stärker Inklusion zu entwickeln, die Kompetenz der Schwerbehindertenvertretungen gestärkt, dass sie mehr Zeit haben, um zu beraten. Nicht nur die Menschen, die im Unternehmen anerkannt schwerbehindert sind, sondern auch diejenigen, die vor der Schwelle stehen, die vielleicht mit Integrationsmaßnahmen, mit betrieblichem Eingliederungsmanagement nach chronischen Erkrankungen Instrumente brauchen, damit eben eine weitere
Senkung der Produktivität und der Lebenskraft nicht stattfindet, sondern Humanisierung der Arbeitswelt auf dem ersten Arbeitsmarkt stärker gelebt wird. Und da sind die Schwerbehindertenvertretungen ein ganz wichtiges Instrumentarium. Deshalb haben wir es insgesamt gestärkt. Mehr Freistellungen, mehr Unterstützung bei Bürokratiethemen. Wir haben aber auch gesagt, dass die stellvertretenden Vertrauensleute, dass die aufgewertet werden, dass man mehr im Team arbeiten kann und dass, bevor sich ein Unternehmen von einem Menschen durch Kündigung trennt, dass erstmal die Schwerbehindertenvertretung zu informieren ist und danach darüber beratschlagt wird, wie eine weitere Beschäftigung im Unternehmen stattfinden kann. 43% der Frühverrentungen heute, nicht wegen Herz-Kreislauf, nicht wegen kaputter Knochen, sondern 43% der Frühverrentungen finden statt aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und deshalb ist es so wichtig, mit den Unternehmen, mit den Schwerbehindertenvertretern Frühwarnsysteme gegen Burnout zu installieren, auch entsprechendes Gesundheitsmanagement zu organisieren. Da sind sie unsere natürlichen Bündnispartner und sie wissen auch, wie man mit wesentlich behinderten Menschen in dem Unternehmen trotzdem produktiv arbeiten kann, weil sie die Konzepte kennen, aber auch wissen, wie diese Konzepte finanziert werden. Und wir haben eine wesentlich positive Botschaft im Teilhabebericht, nämlich die Zahl der Betriebe, die keinen schwerbehinderten Mitarbeiter beschäftigen, ist seit 2002 von 58.219 auf 39.101 gesunken. Wir wissen auch, dass mit der Initiative Wirtschaft inklusiv Tausende von Beratungen von Unternehmern in den Unternehmen stattfinden, wie wesentlich behinderte Menschen eingestellt, gefördert werden können auf dem ersten Arbeitsmarkt. Hierdurch wurden 1.600 neue Stellen geschaffen für die Gruppe, die wir heute in besonderer Weise im Blick haben. Es gab viele runde Tische zur Inklusion von Betriebspersonalräten, Arbeitgebern und Vertretern dann auch der Arbeitnehmerschaft und der Wirtschaft. Und die Zahl der arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen sinkt in Deutschland seit 3 Jahren stärker als die allgemeine Arbeitslosigkeit. Auch das ist eine gute Nachricht, die letztendlich auch aus dem Teilhabebericht, aber auch aus der konkreten politischen Arbeit heraus resultiert. Im Februar 2017 waren es 168.964. Der Rückgang von anerkannt schwerbehinderten Menschen in der Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 5,8%. Und der Rückgang in der Arbeitslosigkeit allgemein bei Langzeitarbeitslosen liegt bei etwa 5%. Aber das Armutsrisiko ist höher. Und deshalb war es wichtig, dass bei dem Thema auch über das Bundesteilhabegesetz die Einkommens- und Vermögensgrenzen verbessert wurden. Das ist ein ganz konkreter Schritt, der zu mehr Armutsrisiko führen wird. 40% der behinderten Menschen können ihren Unterhalt selbst verdienen. In der Gruppe der allgemeinen Arbeitnehmerschaft sind es 74%. Und deshalb die Freistellung von 30.000 Euro Jahreseinkommen brutto wird dafür sorgen, dass von den 70.000 Menschen, die anerkannt schwerbehindert sind, die erwerbstätig sind und die heute ihre Eingliederungshilfe, ihre Unterstützung mitfinanzieren müssen, dass von diesen 70.000 zukünftig 2/3 keine Mitfinanzierung mehr mobilisieren müssen, sondern dass sie mit ihrem Einkommen völlig freigestellt werden von dieser Mitfinanzierung. Die Verbesserung des Vermögens von 2.600 auf 50.000 Euro ist ein ganz zentraler, wichtiger Schritt, den wir vorgenommen haben. Und vor allem auch die Gruppe der Ehepartner, der Ehepartnerinnen rauszunehmen aus der Mitfinanzierung, dass eben Liebe nicht mit Armut Hand in Hand gehen muss, ein weiterer wichtiger Schritt. Aber wir haben derzeit Themen und Zahlen in dem Teilhabebericht, die aus dem Jahr 2014 stammen. Viele Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, sind 2016, 2017 beschlossen und werden in den nächsten 2 Jahren in Kraft treten, wie das Budget für Arbeit 2018. Ich bin von daher sicher, dass wir im nächsten Teilhabebericht dann auch die Früchte dieser intensiven Arbeit zur Inklusion dieser Koalition, dieser Bundespolitik miteinander debattieren werden. Vielen Dank, Herr Kollege Schummer. Als Nächste hat das Wort Corinna Rüffer von der Fraktion